Hallo und guten Morgen an alle Piloten und Pilotinnen vom SFC. Der Max hat mich neulich darauf aufmerksam gemacht, beziehungsweise hat mich inspiriert, mal nach Versicherungen zu gucken fürs Fliegen. Und mir ist die besonders aufgefallen und die wollte ich euch gerade mal vorstellen. Und zwar ist das eine Dreifachversicherung, eine Kombiversicherung. Da ist als erstens drin eine Kaskoabdeckung. Wie ihr vielleicht wisst, die meisten Flugzeuge von uns haben eine Kaskoversicherung, aber falls mal was passiert, muss man die Selbstbeteiligung übernehmen. Und das ist bei uns 1.000 Euro für die meisten Flugzeuge, für die meisten Segelflugzeuge. Und wenn man diese Versicherung hat, dann zahlt man 90 Euro dafür im Jahr. Und wenn was passiert, dann muss man die Selbstbeteiligung nicht mehr übernehmen. Die reduziert die auf 0 Euro. Die zweite Versicherung, die da in dem Kombipaket mit drin ist, ist die Pilotenunfallversicherung. Viele von euch werden wahrscheinlich schon eine Unfallversicherung haben, so für die Sachen des alltäglichen Lebens, wie beim Kochen geschnitten, von der Leiter gefallen, Autounfall, sonst irgendwas. Die meisten normalen Versicherungen greifen nicht, wenn man fliegt, weil Fliegen aus der Versicherungssicht ein Extremsport ist. Ne? Sowas ganz, ganz, ganz Gefährliches wie Segelfliegen unterstützen die nicht. Da greift die Versicherung einfach nicht. Oder Fallschirmspringen. Oder sonst irgendwas in die Richtung. Und hier, das ist extra eine Pilotenunfallversicherung. Die greift, wenn ihr ins Flugzeug einsteigt, bis wenn ihr wieder aussteigt. So, das heißt, ihr habt vielleicht noch gar keine Unfallversicherung oder eine normale Unfallversicherung, die nicht greift. Da ist hier die eine ganz gute Alternative. Die hat zwar nur eine Grundsumme von 50.000 und nur eine Progression von 225. Normalerweise sollte man ab 100.000 und ab 300% Progression gehen. Das wäre eine gute Unfallversicherung, aber dafür, dass die in dem Kombipaket drin ist und falls ihr noch keine habt oder keine habt, die greift, ist das, glaube ich, keine schlechte Alternative. Und das dritte ist noch so ein Bonus on top, das ist eine Rechtsschutzversicherung, falls man mal in eine Kontrollzone fliegt oder einen Feuerwehreinsatz auslöst, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man da rechtlichen Beistand anfordern. Ja, das ist eine Kombiversicherung. Ich finde die gar nicht so schlecht. Für 90 Euro im Jahr könnt ihr euch ja mal durch den Kopf gehen lassen. Jo, ciao.